Heaven Players vs. Dämonenhorn. Wir sind Team Level 99, alle sind von mir 99, aber das heißt nichts. So, wir müssen das gleiche auch hier ebenfalls machen. So gut wie es geht, schnellstmöglich natürlich die Tore schießen. Hier haben wir ja den gleichen Tor heute wie in Südklaue. Das heißt, hier müssen wir auch dann auf Königsfeuer werden wir wahrscheinlich wieder treffen. So, wir holen uns direkt mal Sutor raus. Aber was ich als erstes mache, ich schieße jetzt einfach mal drauf. Damit ist der Ball schon mal hinten und vielleicht kann Axel ja irgendwas machen. Nein, ich nehme keinen Kettenschuss, aber ich glaube, da ist ein Blocker dazwischen, ne? Ja, da ist definitiv ein Blocker dazwischen. Er schwächt ihn ab. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Geiles Hände, ja, das hält er. Das Problem ist, man nimmt natürlich die falsche Technik für meinen Geschmack. Weil der Ball nämlich jetzt wieder bei mir auf der Seite ist. So, Dunstwirbel. Ja, dieses. Ja, gut. Das darf eigentlich nicht passieren. Ne? Zweikämpfe zu verlieren ist eigentlich sehr mies. Jetzt holen sie die ganzen Kampfgeister raus. Dann haben wir Neptun. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Phantomschritt. Oh, nice. Phantomschritt L3 funktioniert. Sehr schön. Gucken wir mal. Ernsthaft, jetzt kommt ein Kampfgeist. Ah, okay, das ist. Es ist nur ein weißer Bauer. Gut, Nee, komm, wir nehmen Dämonenpfeile. Kostet zwar sau viel, aber der geht, glaube ich, safe rein. Na toll, jetzt macht er nichts und jetzt habe ich so viele TP verbraucht. Egal, 1-0. 1-0. Das ist wichtig, dass wir jetzt vielleicht 3 Tore schießen. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt gar nicht wirklich drauf geachtet, was für Spieler eigentlich noch in dieser Mannschaft sind, aus welchen Bereichen. So, wir gehen direkt drauf hier mit Kartentrick. Ich bin überlegen, gebe ich TP irgendwas? So, und dann ein Schuss mit Feuersturm direkt. Zack. Solange er Königsfeuer noch nicht draußen ist, draufzimmern, was das Zeug hält. Er blockt auch noch ab. Geht nicht daneben. Ah, das ist schlecht. Viperbiss, das könnte er sogar halten. Trotz. Oh ne, zum Glück nicht. Ah, hier, also hier hat man echt wenig gegen daneben. Da war ja ein Teil 3er. Angenehmer, finde ich. Dass einige Sachen daneben gehen. Also hier haben die Gegner echt stark, was blockmäßig ist. So, wir werden trotzdem jetzt mal. Doch, ich gebe Jail noch was zu essen und. Der ist da auch. So. Ja, dann nehmen wir jetzt Jumbo-Presse, holen uns den Ball. Wir haben noch zum Glück Kampfgeister übrig. Okay. So. Ah, göttlich gerade, göttlich. Der nächste Feuersturm ist da.
Wir haben jetzt hoffentlich das 3-0. Geiles Hände. Was hat er jetzt? Kann er noch was einsetzen? Kann er noch was einsetzen? Das ist die Frage. Da könnten wir vielleicht nochmal mit Kaiserpinguin was machen. Aber das Problem ist, derjenige, der natürlich blockt, ne? Da muss man auch aufpassen. Ich denke mal, jetzt kommt eh gleich das Ganze. Wir nehmen Feuersichel einfach mal aus zur Not. Er hätte eh nichts gemacht. Jetzt gucken wir mal. Oh, einen Hoppler kann ich nicht gebrauchen. Okay. alles noch im Bereich. Okay, 2 Tore brauchen wir noch. Läuft auf jeden Fall besser als gegen die Südklaue. Das finde ich sogar noch geiler. 2 Tore brauchen wir noch. So. Du kannst eigentlich schon mal Gas geben. Ich spiele erstmal zurück. Gehen auf Feuersichel. Ektoangler kann der. Ja. Ist den Ball schön in die Fresse. Ja. Okay, der Blocker ist da noch dazwischen, aber das könnte vielleicht sogar noch ausreichen. Ah, okay, es sind 2 Blocker. Nee. Okay, dann nicht. Dann nicht. Dunstwebel und was macht der? Wieso haut er denn eigentlich ab? Ah, Double Dunst. Ja, Double Dunstwebel. Schau nicht. Dann spiel ich mal zurück mit dem Malstrom. Was? X-Sickle hat gewonnen. Okay. Können nichts machen. Oh, dunkle Gleisheit. Das heißt, die werden gerade geschwächt in der Power. So, wir nehmen Corvus. Corvus ist nämlich direkt hier. Corvus rennt gerade, beziehungsweise Langford rennt gerade jemand anders hinterher. Oh, Jail. Okay. Wir schießen drauf. Tour, let's go! Blockt der ab? Ich weiß es nicht. Nein, okay, nicht. Und er macht nichts, das heißt, da geht das Tor. 4-0. Alter, richtig nice. Richtig nice. Ich überlege gerade, ob ich Sharp jetzt raushole. Einfach um die Blocker ein bisschen zu minimieren an TP. Ja, wir haben leider nur 2 Leute mit Langschüssen. Leider. Ich hätte gerne mehr. Aber da kann ich jetzt auch nichts dran ändern. So, machen wir das Ganze. Ich glaube, der kann Ektoangler, ne? Ja. Ist okay. Lassen wir ihn jetzt mal durchgehen. Lassen wir ausnahmsweise mal durchgehen. Dafür holen wir uns jetzt mit JP den Ball. Ja. Und würde sagen, ich spiele trotzdem jetzt mal zurück. Nehme den Kupferdrache. Auch noch ein Tor, das heißt Konzentration, bevor ich irgendwelche Spielereien versuche. Vielleicht ein direkter Schuss. Es gehen wieder in beide rein. Das heißt, beide werden auch nochmal ausgenockt. Hier. Ich hoffe mal, der erste. Ah, genau das, was ich nicht wollte. Dass er direkt beim ersten blockt. So, Meisterstreich, bitte. Schade. Schade gerade. Okay, jetzt muss ich Gas geben.
Jetzt muss ich Gas gehen und wenn er sobald er auf meine Seite kommt, genau das bekommen die Abseitsfalle. Und jetzt muss ich das Tor schießen. Wir haben hier noch Corvus mit Rock'n'Roll. Und Sandy wird auch... Oh, Sandy wird ausgetauscht! Richtig geil. Richtig geil. So, jetzt gucken wir mal. Ja, das können wir eigentlich so lassen. Kein Abseits. Rock'n'Roll. Und damit haben wir, glaube ich, auch das 5:0. Nice. Perfekt. Genauso wie ich mir das vorgestellt habe. Eiskristallschild gegen Rock'n'Roll. Nope. Und Sandy wurde ausgetauscht. Das heißt, kein Königsfeuer kommt aufs Feld. Kein Königsfeuer. Richtig nice. Richtig nice. Ach, man freut sich über diese Kleinigkeiten, die ein Spiel umdrehen kann, ne? Das ist so geil. Es ist einfach nur so geil. Also es läuft. Es läuft gerade. Und ich freue mich auch auf die Truhen, die gerade dann drin werden. Was wir da drin haben werden. Ich hoffe eine Kampfgeistmünze. So, aus Spaß, wenn wir jetzt nochmal hier ein Flugfischfinale reinhauen. Damit wir auch das ein bisschen leveln. So, Blocker. Kettenschuss. Ach, warum nicht? Aber wäre abseits gewesen. Aber es ist ein Tor, siehst du? Damit hat er nämlich nicht gerechnet. Ja, okay. Passt perfekt. 5:0. Richtig gut. Boah, Panik, ey. Richtig Panik. Aber gut, geschafft ist geschafft. Und unser Team wächst noch an Stärke natürlich. Es sind noch so viele Techniken, die noch gelevelt werden müssen. Weil Maximum Level haben sie erreicht, aber ne, es kann ja immer noch... Wir sind ja noch nicht komplett am Ende der kompletten Mannschaftsstärke. Bekommen nichts. Ach, Menno. Ich krieg einfach keine Kampfgeistmünzen, ne? Vielleicht muss ich die dann wirklich farmen gehen. Mal schauen. Ja gut, dann öffnen wir jetzt die Truhen, denn erfahrungspunktemäßig bringt uns in dieser Konstellation nichts mehr. Damit haben wir jetzt auch den oberen Strang mit S-Rang aus der Meditur jetzt auch geschafft und öffnen nun die erste Truhe, die man uns holen kann, und zwar nach Team Zero. Okay, wir kriegen nur diese Premium-Schuhe. Ja, gut. Ist zwar jetzt nicht so geil, ich glaube, die habe ich schon mal bekommen, aber die kann man sich auch kaufen, also nichts Besonderes. Aber jetzt bin ich sehr gespannt. Was kriegen wir in der normalen Truhe und dann in der S-Rang-Truhe? Oh, ich bin so gespannt. Lass uns aufmachen. Kriegen Goliath? Also wir kriegen echt viele Kampfgeister, was das angeht. Ich hätte gerne eine Münze wieder. Vielleicht in der Rang-S-Truhe, aber ich glaube, da wird wieder eine Technik oder sowas drin sein. Oder vielleicht was ganz anderes. No. Hier kriegen wir zwei Torhüter. Zwei Torhüter, Kampfgeister, Goliath und Behemoth. Uninteressant für mich. Naja gut, man kann nichts ändern. Dann gehen wir zu Fate Tour und machen dort die S-Ränge. Denn dort sind ja noch ein paar Truhen.